Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Ultra Mond. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in Malihe City angekommen. Der ersten Stadt, die wir in Ulaula, der neuen Insel hier, nun ja, betreten. Seitdem wir beim letzten Mal die Aether Foundation besucht haben. Wo wir direkt von einer Ultra-Bestie begrüßt wurden. Nachdem wir uns dort ein bisschen umgeschaut hatten und Samantha, die Anführerin, getroffen haben. Ja, nun sollen wir hier eigentlich zum Malihe Ziergarten. Oh, nett. Das schenkt uns einfach mal Geld oder Gold oder ja, beides. Geld und Gold ist ähnlich, ne? Mein Gold kann man in Geld umwandeln, also. Das ist eine Wertanlage teilweise, ne? Also, ja. Oh, Tali. Weißt du was, Guy? Holen wir unser Pummel raus und kämpfen. Nö. Lass mich erst ein Pummel Center gehen, ja? So hier nicht, ja? Lieber Tali. So schon mal nicht. Wir konnten uns nämlich seit dem letzten Part nicht mehr heilen. Ich meine, ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, ne? Aber wusste ich denn, dass man hier auch wirklich hinkommt? Nee. Denn die Ultra-Bestie beim letzten Mal hat doch ein bisschen mehr Schaden gemacht als gedacht. Aber naja. Wir geben jetzt erstmal 15.000 für die Triebperle? Wow. Gut. Ja, easy. Easy Money, Money, Money gemacht. Aber wir können Hyperbälle kaufen. Das machen wir doch einfach mal. Sind die billiger geworden hier in dem Game? Oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, Hyperbälle haben dafür so 1200 oder so gekostet, ne? Meine schon. Naja, nimmt man mit. Wenn sie billiger sind, dann lohnt es sich ja auch erst recht, die zu kaufen. Oh, Dams. Dunkelklaue kann ich mal mir gönnen. Kehrtwende gönne ich mir mal. Fassade gönne ich mir auch einfach mal. Wieso nicht? Und den Rest kannst du behalten. So, kann ich noch von den TMs, die wir uns jetzt hier gekauft haben, irgendwas verwenden? Na gut, Psyana können wir vielleicht schon mal die Psychokinese beibringen. Ansonsten kann ich ja eh noch niemandem was beibringen. Ich habe nebenbei mal geguckt, wann wir Krabox entwickeln können. Das ist wohl erst am Ende, kurz vor der Liga. Also, das wird noch ein bisschen dauern. Entsprechend werden wir jetzt wahrscheinlich auch. Ja, es wird wahrscheinlich das nächste Pummel sein, das ich austauschen werde. Aber momentan, warte mal, mit was leadete er? Glaube ich, gehe mal auf Akkub. Und gib Akkub. Nee, du nicht. Du hast den, genau. Gib Akkub mal dem Evoliten. Du brauchst das Ding hier natürlich nicht. Und kämpfen. Oder warte mal, leadet der mit seinem Starter? Wenn er das schon draußen hat. Wir werden es ja jetzt sehen. Er hat 5 Pokémon. Ja, er leadet mit seinem Mizunder. Das ist so ungewohnt. Normalerweise starten die Rivalen nie mit seinem Starter. Warum tut er das? Ich meine, ja, okay, es gab Situationen, da haben die das getan. Aber es ist so selten vorgekommen.
er hat ja auch nicht immer mit seinem Starter gestartet, ne? Ich schätze mal, man kann davon ausgehen, wenn er sein Pokémon draußen hat, dann leadet er auch damit. Du willst eine Z-Kraft sehen? Okay, du kannst da haben. Natürlich werden wir geflincht. Was auch sonst. Und na... Alter, fängt ja schon wieder toll an. Fängt er mal wieder toll an. Erster Flinch? Meine Güte. Kein Wunder, dass ich dich nicht mag, Tali. Alter. Ah, es war ja schon fast Schaden. Wieso macht er mir eigentlich keine Probleme? Das sind Lappen. Das sollte mir keine Probleme machen. Aber trotzdem tut er es. Dafür verdienst du jetzt erst recht eine Z-Kraft. Und weh, du lässt uns schon wieder flinchen. Wehe dir. Dankeschön. Meine Güte. Mach mich hier nicht aggressiv. Ja, ich war eigentlich ganz guter Laune momentan. Weil ich jetzt, ja, Urlaub habe, eine Woche. Ab heute. Mir ist, für mich gestern sind ein paar Pakete gekommen. Womit ich zwar viel Stress hatte, aber wow, ein Fulipurba, okay. Aber es hat sich gelohnt, hoffentlich. Ja, also ich bin zufrieden damit. Waren drei Figuren. Eventuell, falls ich schon denke, blende ich die vielleicht hier irgendwo mal ein. Ansonsten guckt einfach bei mir auf Twitter vorbei. Müsst es ja nicht mal haben, könnt einfach mal reingucken und dann, ja... Werdet ihr ein Bild davon schon sehen, was für Figuren das sind. Sehen aber ganz schön aus, muss ich sagen. Waren auch größer als erwartet, vor allem der Karton von der einen Figur. War riesig. Hatte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Ist halt, ja. Das sind ja auch Knackrack-Figur, ja. Yeah. Bester Champ und bestes Pokémon überhaupt. Musste ich einfach haben. Das war wirklich ein riesen Karton. Wow, meine Güte. Hatte ich nicht gedacht. Aber es sind auch große Figuren. Von daher... Okay, Raichu. Dann Raichu ist ein Alola Raichu. Dass jetzt surfen geht, ja. Und dieses Raichu ist ein Psycho-Pokémon. Ein Psycho-Elektro-Pokémon. Und deshalb wird es jetzt auch effektiv gewonshottet von Akkub. Also ein Tauros. Meine Güte, was hast du denn hier für Pokémon? Ist ja ein Ding hier. Mit Bedroher. Na gut, ich glaube, Tauros hat... Nee, es hat nicht immer Bedroher. Aber ich glaube, es ist eine normale Fähigkeit. Ja, danke wegen dem Bedroher konnte ich dir natürlich nicht one-shotten. Warum wechselst du aus? FM. Okay. Ja, das war ja schon ziemlich guter Schaden. Dann kannst du das jetzt auch gerade beenden mit dem FM. Und ich glaube, gegen das Tauros wechsle ich jetzt einfach mal Psyana hinein. Hau ihn einem Psychokinese auf den Latz und dann sollten wir den Kampf auch endlich mal abgeschlossen haben. Hat der überhaupt nicht lange gedauert, ne?
Natürlich, Verfolgung. Warum ist das Ding schneller? Haben wir nicht sogar ein Plus-Init-Wesen? Und du hast immer mehr langsamer als der scheiß Tauros? Meine Güte. Diana, ich bin irgendwie enttäuscht. Übrigens, Guy, ich schenke dir ein Volverukium Z. Hier hat ihn mir eigentlich einen Doppelpack mit einem Mag. Meine Güte, Entschuldigung. Musste ich husten. Doppelpack mit einem maximaler Sada gegeben, aber ich habe ja nicht mal ein Volverook in meinem Team. Danke, ich aber auch nicht. Du und deine Pummeln sehen total vergnügt aus. Ubi hat gesagt, wenn man Kämpfe genießt, statt immer nur kampfhaft den Sieg erzwingen zu wollen, wird man irgendwann ganz plötzlich von alleine stärker. Miau. Hey, bist du etwa wütend auf mich? Du hast wohl keine Lust darauf zu warten, bis ich irgendwann ganz plötzlich stärker werde. Aber keine Panik, es wird nicht lange dauern. Ich werde alles tun, damit wir als Partner immer auf einer Wellenlänge sind. Aber erstmal genug davon. Komm, such mir den malichen Ziergarten nach Professor Kukui ab. Jo, aber da du mich ja anscheinend nicht geheilt hast, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück ins Pokémon Center und heilen uns erst einmal. Hätte ich einfach nur meinen Malikek vorne gehabt, dann wäre das Ganze viel einfacher gewesen. Aber nein. Musste ich natürlich nicht machen. Lilly. Ja, ist ja gut. Hetz mich nicht, ja? Der Maliche Ziergarten. Im Maliche Ziergarten soll es ein Teehaus geben. Wahnsinn, oder? Na gut, ich schlage vor, wir teilen uns auf. Ich suche bei der Brücke nach dem Professor und du suchst den Rest der Umgebung ab. Klingt in einer fairen Aufteilung, ja? Er steht bei einer Brücke. Und ich darf das komplette Gebiet erkunden. Ein Ledian, okay. Interessiert mich nicht. Ach, meine Güte, jetzt muss ich schon wieder alles nur rumgehen. Das ist ja schlimm. Sag ja, Urlaub wird Zeit. Definitiv. Allein die letzte Woche war für mich wirklich stressig. Gerade auf der Arbeit, wir haben... Momentan kommen wir sowieso vor. Entweder du hast auf einer Arbeit gar nichts zu tun oder du hast... Es ist die Hölle los. Bei meinem Vater zum Beispiel ist es so, die haben gar nichts zu tun. Bei uns ist es momentan wirklich... komplette Gegenteil. Also ich habe permanent was zu tun gehabt. Man merkt es natürlich auch so ein bisschen die ganzen Situationen momentan in der Weltgeschichte, aber ja, es hätte schlimmer sein können, was das Thema zumindest angeht bei uns. Sag ich jetzt mal so, ne? Da unten noch was? Ja, da ist ein Item. Und ein Encounter. Wow. Ein Aranestro. Einfach mal wild. Ist klar. Das Ding möchte Leben begegnen würde, gerade im Dunkeln oder so. Ah. Ich glaube, da wäre ich nicht so begeistert von. Da wäre ich, glaube ich, nicht so begeistert von. Kämpfst du? Nö, tut sie nicht. Okay. Hier muss ich wirklich mal sagen, das wäre eigentlich ein Ort, da würde ich auch mal mich ein bisschen umschauen.
Warum steht die eigentlich da im Weg und blockiert uns den Weg? Was ist da für ein Sinn? Warum, wieso blockiert er mir jetzt den Weg? Ich komme ja hier lang. Das ist ja nicht das Problem. Da ist Kukui. Aber für den interessiert sich keiner. Tut mir leid. Ich will mich jetzt hier erst ein bisschen umschauen und die ganzen Trainer bekämpfen. Und dann gehen wir zu Kukui. Ich glaube, wir werden heute ansonsten sowieso nicht mehr allzu viel hier schaffen. Ein Raichu. Ein normales Raichu. Da kann ich Statiknis, glaube ich, komplett vergessen. Ich glaube schon. Dönerblitz! Naja, wir werden jetzt noch den Tiergarten hier machen, soweit. Können uns eventuell noch ein kleines bisschen in der Umgebung umschauen. Also nachdem wir den Tiergarten fertig haben, eben in der Stadt. Und dann wird das wahrscheinlich schon gewesen sein, so größtenteils. Psycho Plus? Nö. Wie gesagt, Diana ist kein festes Teammitglied. Oh, wir sind schon so weit. Das ist ja mal richtig geil. Marikek entwickelt sich zu seiner finalen Stufe. Und zwar Primarin. Oder Primarine. Und jetzt wisst ihr erst recht, wieso ich bei Robal ein weibliches haben wollte. Es passt einfach deutlich besser. Oh, Schaumserenade. Das war Signature Move. Stärke 90. Und ja, ich glaube, da kann der Blubstahl für weichen. Das passt schon. Hat ja auch ein gutes Stück mehr Schaden jetzt. Von daher. Rotom, geh mir nicht auf den Keks mit einem verdammten Fotoclub. Ein Liliminip. Ich gehe nicht gerne, also ich mache nicht gerne Fotos von mir. Ich filme mich zwar gerade für YouTube, aber ansonsten mag ich das nicht. Hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich mich mal überhaupt im Internet gezeigt habe, ne? Aber man muss ja auch erstmal eine Kamera haben. Die auch halbwegs... Mann, schon wieder ein Encounter. Das taugt. Ich habe damals mit der Logitech 10 oder 20 so eine... Ja, ich glaube, somit die meistgenutzte Anfangs-Webcam. Momentan habe ich eine etwas hochwertigere Kamera. Also Webcam ist immer noch eine Webcam. Ist jetzt keine große richtige Kamera mit Objektiven und alles mögliche, weil da passt ein paar hundert Euro mehr drauf. Und ja, ich meine für meine Größe und so weiter, finde ich das Bild eigentlich in Ordnung. Also ich beschwere mich jetzt nicht. Besser geht natürlich immer, aber es geht auch schlechter. Und daher will ich mich mal nicht beschweren. Hm, wollen wir mal Primarin direkt einweihen? Wieso nicht? Kann ja ein Doppelkampf zu werden. Von daher können wir das mal direkt versuchen. Jetzt haben wir auch den Step auf Feenattacken.
Ich weiße Stimme macht nun auch mehr Schaden. Oh. Alola Vulpix und normal Vulpix. Dann könnt ihr, dann passt es ja sogar mit dem Pokémon, die ich hier einge... Wow, oh nee. Schaumserenade ist eine Multi-Hit-Attacke, die alle trifft. Ist natürlich jetzt nicht so gut im Doppelkampf, aber okay, Wasserdüse reicht auch aus. Dann ist ja gut. Nitro-Ladung reicht auch aus, wunderbar. Ja, ich muss sagen, ich mag ja Vulpix im Allgemeinen schon. Auch Vulnona. Und die Alola-Formen sehen auch eigentlich echt schön aus, muss man sagen. Sind jetzt ein Eisfee-Pokémon. Hm. Ah, Professor Kukui. Oh, hallo. Er strahlt ja über das ganze Gesicht. Ist irgendwas Tolles passiert? Hey, Professor, du wirst es nicht glauben. Eine Ultra-Pforte hat sich geöffnet. Und dort waren alle Ultra-Bestien, zwei Gestalten aus einer anderen Welt. Das musst du Professor Burnett erzählen. Wow, durch die Ultra-Pforte ist eine Ultra-Bestie gekommen. Und die Bewohner einer anderen Welt waren ebenfalls dabei. Fantastisch. Na dann ist es jetzt ja umso wichtiger, dass ihr durch die Inselverwandtschaft stärker werdet. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ihr durch eine Ultra-Pforte gehen könnt. Also gut, die nächste Prüfung findet auf dem Gipfel des Ukulani-Bergs statt. Da kommt man mit dem Bus hin. Geht einfach zur Bushaltestelle auf Route 10. Professor, geh schon mal vor. Ich schaue noch bei Malasada-Laden vorbei, um meine Pokémon ein bisschen zu verwöhnen. Du Fresssack. Alles klar. Okay, Sky, ich warte an der Bushaltestelle auf dich. Sky, weißt du was? Auf dem Hokulani-Berg gibt es eine Sternwarte. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was eine Sternwarte eigentlich ist. Der redet so davon, als ob es das Geilste der Welt ist und dann... ich weiß aber eigentlich gar nicht, was es ist. Aber muss toll sein. Aber ich werde es wohl bald herausfinden. Bis später. Ja, tschüssi. Jetzt hau ab. Du nährst sowieso. Klingt romantisch, ja, aber nicht mit Tali. Ich gehe nicht mit ihm dahin. Nee, das könnt ihr vergessen. Dann nehme ich lieber Lilly mit. Ganz im Ernst. Tali, der kann sonst wo bleiben. Okay, nochmal ein Trainer-Shirt, der uns kämpfen will. Ein Urlauber Ulf, okay. Mit dem Rattenkahl. Also, alles klar. Hier ist es wenigstens noch so dünn, ne? Nicht so ein dickes Backenhörnchen da. Und mein Pieper ist schneller und macht irgendwie immer noch so wenig Schaden. Ich glaube, ich muss dir mal ein Wahlband oder so beschaffen. Dann machst du wenigstens mal Schaden. Ich hätte ja eigentlich auch mal Lunk genommen, ne? Aber na gut, ich glaube, das entwickelt sich auch erst auf der 37. Oder 35, eins von beiden. Und so lange mit einem ja, relativ schwachen Pokémon rumzulaufen. Das ist ja auch das Problem mit Kapuno und sowas. Ich meine die Pummel aus der 5. Gen. Geronimats. Ah, okay, hier mit den Evoli-Stein für Fulipurba. Also wer ein Fulipurba will, hier gibt es den Stein dafür. Und ich glaube, für Glaziola kommt er wieder sehr, sehr spät. Eher am Ende des Spiels. Warum auch immer, die es immer so haben, dass Eis-Pokémon so spät erst auftauchen. Ich verstehe es nicht. So besonders sind Eis-Pokémon jetzt eigentlich auch nicht. Und dann wirklich, ja, mega stark oder so. Klar, sie sind jetzt nicht schwach und so, aber...
Ich weiß ja auch nicht, was die da immer haben. Warum sie Eis-Pokémon nicht mögen oder so. Weil man die halt wirklich spät erst bekommt in der Regel. Manche Pokémon halt wirklich spät. So, Lilly, was willst du denn wieder? Hast du etwas Teil für mich, Sky? Ich habe eine Bitte. Willst du wieder irgendwelche Ruinen besuchen? Aber zuerst, also ich wollte wissen, wie war denn dein Eindruck von der Präsidentin des Ätherparadieses? Oh, natürlich ist sie das. Das war wohl eine dumme Frage. Man kümmert sie sich um hilfsbedürftige Pokémon. Also was ich dich eigentlich bitten wollte. Ja, so ist es. Ich will mit Wölkchen zu den Ruinen von Ula Ula. Aber um dorthin zu gelangen, muss man zuerst eine Wüste durchqueren. Wüsten. Dich zu bitten, mich dorthin zu begleiten, wäre eindeutig zu viel verlangt. Aber in der Bibliothek von Merlihe soll es ein Buch geben, das mir weiterhelfen könnte. Würdest du mir vielleicht dabei helfen, danach zu suchen? Ich weiß, dass die Bibliothek von Merlihe irgendwo im Zentrum von Merlihe City liegt. Das sollte ich also schon irgendwie hinfinden. Das hast du schon. Du bist schon eine Große. Rotom nervt nicht. Ich brauche die Karte. Okay, hier haben wir einen Klamottenladen anscheinend. Ich glaube, wir werden uns hier beim nächsten Mal ein bisschen weiter umschauen. Aber den Sticker da, den können wir uns noch schnappen. Jo. 39, noch einer mehr und dann haben wir 40. Und eventuell gibt es dann ein neues Herrscher-Pokémon. Von Professor Eich. Aber das war's erst einmal mit Pokémon Ultramond für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir uns hier noch ein bisschen umschauen und dann die Bibliothek aussuchen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.